fest. Auf jeden Fall mit Doppelknoten. Schwarze Ballons gehen schon mal überhaupt nicht. Tut mir leid. Es ist eine Party, Elliot. Stimmung, gute Laune. Willkommen in der Gothic-Welt. Das ist nicht witzig. Es ist der Geburtstag meines Dads, ein wichtiges Ereignis. Wirklich unglaublich, dass du das alles allein organisiert hast. Du bist, echt effizient. Habe ich dir das mit den Fischplatten gesagt? Höchstens 25 Mal. Sag deinem Vater, es muss alles frisch sein und nur allerbeste Ware. Es muss bis 19.45 Uhr angeliefert sein. Schreib's dir lieber auf. Du wirkst etwas gestresst. Ich bin nicht gestresst. Du knirscht mit den Zähnen. Das nennt man Lächeln, Ricky. Elliot, keine gelben und keine schwarzen. Besorg andere Farben. Gut, schon gut. Ja, je. Wenn's gut werden soll, muss man alles selbst machen. Das ist der Ablauf des Abends. Also, Begrüßung und Kennenlernen ist von 20 Uhr bis 20.40 Uhr. Dad kommt um 20.50 Uhr. Und was, wenn er das nicht tut? Er spielt vorher Squash. Da kommt er immer pünktlich. Überraschung und Glückwünsche bis 21 Uhr. Dann Erfrischung, während Elliot Oboe spielt, bis 21.10 Uhr. Um 21.40 Uhr werden die Fischplatten serviert. Da ist eine Lücke zwischen 21.10 Uhr und 21.40 Uhr. Da werde ich meine Ansprache halten. Ich habe sie auf 26 Minuten 45 Sekunden abgestoppt, ungefähr. Dann bleiben etwas über 3 Minuten für Applaus und Glückwünsche. Klingt mehr wie ein Schlachtplan als eine Party. Tja, ich muss meine Rede üben. Lieber Dad, die allerherzlichsten Glückwünsche. Dem großartigsten, witzigsten, großzügigsten und liebsten Vater auf der ganzen Welt. Wo fange ich an? Am Anfang natürlich, dem Tag 1 meiner Geburt. Der erste Mensch, den ich sah, warst du. Vater und Tochter lächelten sich an. Es war Liebe auf den ersten Blick. Das ist wirklich total schön. Muss man noch überarbeiten. Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Wovor wollen Sie mich denn warnen? Du darfst niemals mit Seebarschen reden. Diesen Fischen ist nicht zu trauen. Wieso sollte ich mit Fischen reden? Hör mir jetzt gut zu. Es ist nämlich wirklich wichtig. Du darfst nicht in das Auge des Mondes schauen. Des Mondes? Des Vollmondes. Das ist gefährlich. Du darfst ihn nicht ansehen, ihn oder sein Spiegelbild. Und wenn er aufgegangen ist, darfst du kein Wasser berühren. Ganz gleich, was du tust. Aber... Hallo, Cleo! Habt ihr sie gesehen? Die ältere Dame. Sie stand gerade eben noch da. Welche Dame? Sie weiß über uns Bescheid. Sie hat etwas davon erzählt, dass der Vollmond gefährlich ist. Ich habe niemand gesehen. Ich auch nicht. Sie hat mir gesagt, ich solle niemals mit Seebarschen reden. Und irgendetwas über Spiegelbilder. Und sie hat mich vor dem Vollmond gewarnt. Klingt, als hätte sie zu viel Sonne abgekriegt. Sie ist irgendwie besonders. Ganz sicher nicht so besonders wie die hier. Super, die oder? Sind echt schön. Hi, Emma. Oh, hi, Byron. Was war das denn eben? Sei bitte nicht albern, da war doch gar nichts. Byron? Vergiss es. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich gar nichts tue. Danke, Mom, aber ich mache das wirklich lieber ganz allein. Ich bin wirklich stolz auf dich, Schätzchen, und das wird dein Vater auch sein. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass wir uns an die Party heute Abend noch ganz, ganz lange erinnern werden. Ich muss immer daran denken, was die ältere Dame gesagt hat. Hüte dich vor dem Vollmond. Wir sind Meerjungfrauen, keine Werwölfe. Herzlich willkommen. Tante Thea, schön, dass du kommen konntest. Hallo, Großmutter, du siehst ja wirklich toll aus. Auch, mein Schatz. Dr. Bennett, toll, dass Sie kommen konnten. Hallo, ich glaube, Candy kennst du noch nicht. Hallo, Candy. Ein super tolles Kleid. Oh, das ist lieb. Es freut mich, dass auch Dads Geschäftsfreunde heute Abend kommen. Gehen Sie doch bitte durch. Sieht ja klasse hier aus. Danke, Zane. Luis, super pünktlich. Tja, ich stehe noch mal auf Partys. Gut. Kannst du für mich die Leute begrüßen? Ich brauche mal was zu trinken. Thank you.
Emma? Em, geht's dir gut? Ich glaube, das wird dir schmecken. Igitt. Sie sind viel zu jung, um die Freundin von Zanes Vater zu sein. Wie bitte? Wahrscheinlich sind sie hinter seinem Geld her. Was ist denn los mit dir? Mir geht's bestens, Ricky Baby. Ich fühle mich fantastisch. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter, die sich so viel Mühe für mich machen würde. Ihnen wachsen ja unheimlich viele Haare aus der Nase, Harrison. Ist ja ein richtiger Wald. Oh, wir wollten gerade mal kurz ins Bad. Wir sehen uns dann später, Dr. Bennett. Ich liebe den Anblick von Wasser. Oh, was machen Sie denn da? Sie ist übermüdet. Sie hat sich bei den Partyvorbereitungen total verausgabt. Ich bringe sie mal kurz raus an die frische Luft. Tante Thea, dein Rock? Hast du unsere Picknickdecke geklaut? Ich finde, die Leute sehen alle so komisch aus. Die Beine sind irgendwie verkehrt. Setz dich vielleicht lieber mal hin. Also, Fische zum Beispiel sind vernünftig konstruiert. Kann ich dir was bringen? Ich hätte liebend gern ein Käsesandwich. Ein Käsesandwich mit Sardinen. Sekunde. Vergiss den Käse und das Brot. Bring nur die Sardinen. Okay. Geh nicht weg, ja? Ich bin gleich wieder da. Das ist echt eine Überraschung. Ich danke dir, Schatz. Damit hatte ich nicht gerechnet. Oh, bedank dich nicht bei mir. Dank Emma. Sie hat alles organisiert. Hallo, Ricky. Wo ist denn meine fabelhafte Tochter überhaupt? Ich werde sie gleich mal holen. Herzlichen Glückwunsch. Ich krieg diese blöden Dinger nie auf. Willst du Sardinen essen? Nein, will ich nicht. Die sind für Emma. Wo ist Emma? Emma ist draußen. Ich habe sie da sitzen lassen. Sie ist ganz allein draußen? Emmas neue Schuhe. Hier stimmt doch irgendetwas nicht, Ricky. Das ist die Untertreibung des Jahres. Ich suche euch schon überall, Leute. Habt ihr Emma gesehen? Wir haben die hier gefunden. Es sind... Sind das Emmas? Cleo, sind das Emmas? Ricky? Cleo? Das wäre ein großer Fehler. Tut mir echt leid, aber ihr wart eben total weggetreten, als der Mond rausgekommen ist. Das hat die ältere Dame gemeint. Sie hat versucht, uns zu warnen. Welche ältere Dame? In der ersten Nacht beim Mondsee auf Melco Island war auch Vollmond.
Ihr müsst auch unbedingt reinkommen, Leute. Mako Island ist unglaublich bei Nacht. Sowas habt ihr wirklich noch nicht gesehen. Louis, hol sie raus. Sofort. Ich? Und wieso bitte ich? Wir dürfen auf keinen Fall nass werden, kapiert? Wir würden auch dem Mondzauber verfallen. Dann müsstest du uns alle rausziehen. Kommt doch mit mir nach Mako Island. Es ist einfach ein ganz wunderbarer Ort. Es ist wie ein Zauberland unter Wasser. Wir könnten doch für immer da bleiben. Emma, klar, kommen wir mit. Keine Frage. Komm, gib mir ganz einfach deine Hand und zeig mir den Weg. Okay. Es tut sich überhaupt nichts. Ihr Schwanz müsste längst weg sein. Sie ist total trocken, aber er ist noch da. Wieso klappt es nicht? Es liegt am Vollmond. Das hat die ältere Dame gesagt. Welche ältere Dame? Ich mag meinen Schwanz so, wie er ist. Ich finde ihn einfach perfekt. Bist du das, Emma? Nein. Bloß wir, Cleo und Ricky. Wir wollten nur mal Luft schnappen. Ich suche Emma. Ihr Vater ist nämlich da. Passen Sie auf wegen der Fledermäuse. Was? Passen Sie wegen der Fledermäuse auf. Es sind heute ganze Schwärme in der Luft. Es sind wahrscheinlich Tausende unterwegs. Hi, Tante Thea. Willst du nicht auch nach Mako Island mitkommen? Hi. Emma ist heute Abend ein bisschen neben der Kappe. Was machen Neil und Lisa bloß mit diesem armen Kind? Puh, das war knapp. Wir müssen etwas unternehmen, bevor auch noch ihre Eltern nach ihr suchen. Okay, es ist 21.08 Uhr. Laut Plan spielt Elliot bis 21.10 Uhr Oboe. Das heißt, wir haben genau 2 Minuten. Ich brauche jetzt etwas zu essen. Sofort. Sonst verhungere ich in absehbarer Zeit. Ich brauche was zu essen. Sardinen. Bitte kein Lärm, ja? Bleib einfach hier. Leute, ich kann da wirklich nicht so reingehen. Kein Problem. Was hältst du denn zum Beispiel von Dampftrocknung? Byron! Ich bin hier drüben, Byron. Ziemlich cooler Platz, echt. Wie ist das Wasser? Komm doch mal hierher, ich zeig's dir. Komm noch näher, Byron. Komm noch näher. Hast du etwa Sardinen gegessen? Ich habe Emma gefunden. Na? Das ist eine wunderbare Idee, Schatz. Sie ist draußen im Whirlpool. Hast du mit ihr gesprochen? Nein, sie war ziemlich beschäftigt. Sie hat Byron geküsst. Hört sofort damit auf! Kein Problem. Interessante Party. Bis später, Byron. Also echt, diese Party ist cool. Wir müssen sie in ihr Zimmer schaffen und sie einschließen. Wir können sie aber schlecht auf einer Sonnenliege an allen Leuten vorbeirollen. Wie wär's denn hiermit? Geschmackloser Humor. Cleo, schön dich zu sehen.
Emma! Es wird langsam Zeit für deine Rede. Emma hat mich gebeten, sie zu vertreten. Sie ist ein bisschen nervös. Wirklich? Das passt gar nicht zu Emma. Sie hat mich wirklich angefleht. Naja, wenn du meinst, Cleo. Darf ich um Gehör bitten? Ich möchte eine Rede halten, stellvertretend für Emma. Zu Ehren ihres Vaters. Lieber Mr. Gilbert. Dad, herzlichen Glückwunsch dem großartigsten, wundersamsten, nein, wunderbarsten, irgendwas, und nettesten Vater auf der ganzen Welt. Was wäre die Welt ohne Väter? Auf jeden Fall wäre für alle viel mehr Platz da. War nur ein Scherz. Väter. Was wäre die Welt ohne Väter? Wisst ihr zufällig, wo Emma ist? Sie braucht jetzt Ruhe. Sie ist im Bad und macht ein wenig Yoga. Mr. Gilbert ist auch ein sehr aufmerksamer Mensch. Ich weiß noch, ich war 12, da hat er was für mich gemacht. Ein Käsesandwich. Ich habe zwar eine Laktoseallergie und habe es ausgespuckt, doch es war einfach nett gemeint. Er kleidet sich auch ziemlich geschmackvoll. Für einen älteren Herrn. Aber wie komme ich denn jetzt an die Fischplatten ran? Die sind im Badezimmer? Ich soll sie runterbringen. Okay, dann warte bitte mal einen Moment. Bitte sehr. Also, abschließend kann ich nur sagen, danke, Mr. Gilbert, dass Sie ein Vater sind. Sie können jetzt klatschen, ich bin fertig. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich jetzt schon mal Richtung Küche bewegen mögen, das Essen wird gleich serviert werden. Ich will nicht hier drin sein. Ich will lieber schwimmen. Es ist so viel schöner im Wasser. Bleib hier. Wir finden irgendeine Ausrede für dich und mach keinen Lärm. Byron. Tut mir leid wegen der Unterbrechung vorhin, Byron. Mir auch. Jetzt wird uns bestimmt niemand mehr stören. Komm noch ein bisschen näher. Wen haben wir denn da? Byron, es gibt Essen. Beeil dich lieber, sonst ist alles weg. Bis dann. Warte auf mich, ich komme. Wir können Sie nicht viel länger hier festhalten. Das mit dem Schlafzimmer war nicht die beste Idee. Nein. Ich habe den Schlüssel zum JuiceNet-Café. Woher hast du den denn? Ich soll Wilfrieds Rechner aufräumen. Tja, ich persönlich bin sowieso nicht allzu hungrig. Ich habe vor 8 Stunden gut zu Mittag gegessen. Ich glaube, eure Tochter verträgt eine anständige Portion altmodischer Disziplin. Das Mädchen hat uns ein bisschen was zu erklären. Geschlafen? Nein, ich auch nicht. Wenn sie nun für immer so bleibt, wenn ihr Fischschwanz nie wieder weggeht, dann kann sie nur noch zum Zirkus. Hm.
super geschlafen. Was tue ich hier, Leute? Was ist passiert? Ist eine lange Geschichte. Dad, das musst du nicht machen. Ich habe eine Reinigungsfirma bestellt, die vorbeikommt. Emma. Wo bist du gewesen? Wir waren die halbe Nacht auf, um dich zu suchen. Es tut mir wirklich leid. Ich kann's dir nicht erklären. Tut mir leid, dass die Party missglückt ist. Tut mir leid, dass ich mich so benommen habe. Vielleicht ist das bei Teenagern so. Als ich 16 war, da habe ich auch ziemlich viel Mist gebaut. Ich habe meinem Vater die Taschen mit Wattebällchen vollgestopft. War dein Abend denn wenigstens okay? Hat Cleo wirklich deine Rede gehalten? Nein, sie hat improvisiert. Aber ich weiß noch ein bisschen was von meiner Rede. Also zumindest den Schluss. Dad, du warst dabei, als ich das erste Mal schwimmen gegangen bin. Ich habe dir nie gesagt, was für Angst ich hatte, aber dass du da warst, hat mir echt Mut gemacht. Du hast immer das Beste aus mir rausgeholt. Danke. Gern geschehen. Ich hab dich lieb. Ich dich auch, Emma. Ich möchte nie wieder so eine Nacht erleben, ehrlich. Also wir auch nicht, das kannst du glauben. Und das Schlimmste ist, nicht zu wissen, was ich gemacht habe. Weißt du, das ist vermutlich besser so, Emma. Hey Emma, danke für gestern Abend. Du hast wirklich die tollsten Lippen der Welt. Also dann. Lippen? Meine Lippen? Was meint er denn damit? Leute! Leute! Auf jeden Fall mit Doppelknoten. Schwarze Ballons gehen schon mal überhaupt nicht. Tut mir leid. Es ist eine Party, Elliot. Stimmung, gute Laune. Willkommen in der Gothic-Welt. Das ist nicht witzig. Es ist der Geburtstag meines Dads, ein wichtiges Ereignis. Wirklich unglaublich, dass du das alles allein organisiert hast. Du bist, echt effizient. Habe ich dir das mit den Fischplatten gesagt? Höchstens 25 Mal. Sag deinem Vater, es muss alles frisch sein und nur allerbeste Ware. Es muss bis 19.45 Uhr angeliefert sein. Schreib's dir lieber auf. Du wirkst etwas gestresst. Ich bin nicht gestresst. Du knirschst mit den Zähnen. Das nennt man Lächeln, Ricky. Elliot, keine gelben und keine schwarzen. Besorg andere Farben. Gut, schon gut. Ja, je. Wenn's gut werden soll, muss man alles selbst machen. Das ist der Ablauf des Abends. Also, Begrüßung und Kennenlernen ist von 20 Uhr bis 20.40 Uhr. Dad kommt um 20.50 Uhr. Und was, wenn er das nicht tut? Er spielt vorher Squash. Da kommt er immer pünktlich. Überraschung und Glückwünsche bis 21 Uhr. Dann Erfrischung, während Elliot Oboe spielt bis 21.10 Uhr. Um 21.40 Uhr werden die Fischplatten serviert. Da ist eine Lücke zwischen 21.10 Uhr und 21.40 Uhr. Da werde ich meine Ansprache halten.
Ich habe sie auf 26 Minuten 45 Sekunden abgestoppt, ungefähr. Dann bleiben etwas über 3 Minuten für Applaus und Glückwünsche. Klingt mehr wie ein Schlachtplan als eine Party. Tja, ich muss meine Rede üben. Lieber Dad, die allerherzlichsten Glückwünsche. Dem großartigsten, witzigsten, großzügigsten und liebsten Vater auf der ganzen Welt. Wo fange ich an? Am Anfang natürlich, dem Tag 1 meiner Geburt. Der erste Mensch, den ich sah, warst du. Vater und Tochter lächelten sich an. Es war Liebe auf den ersten Blick. Das ist wirklich total schön. Muss man noch überarbeiten. Ich bin gekommen, um dich zu warnen. Wovor wollen Sie mich denn warnen? Du darfst niemals mit Seebarschen reden. Diesen Fischen ist nicht zu trauen. Wieso sollte ich mit Fischen reden? Hör mir jetzt gut zu. Es ist nämlich wirklich wichtig. Du darfst nicht in das Auge des Mondes schauen. Des Mondes? Des Vollmondes. Das ist gefährlich. Du darfst ihn nicht ansehen, ihn oder sein Spiegelbild. Und wenn er aufgegangen ist, darfst du kein Wasser berühren. Ganz gleich, was du tust. Aber... Hallo, Cleo! Habt ihr sie gesehen? Die ältere Dame. Sie stand gerade eben noch da. Welche Dame? Sie weiß über uns Bescheid. Sie hat etwas davon erzählt, dass der Vollmond gefährlich ist. Ich habe niemand gesehen. Ich auch nicht. Sie hat mir gesagt, ich solle niemals mit Seebarschen reden. Und irgendetwas über Spiegelbilder. Und sie hat mich vor dem Vollmond gewarnt. Klingt, als hätte sie zu viel Sonne abgekriegt. Sie ist irgendwie besonders. Ganz sicher nicht so besonders wie die hier. Super, die sind, oder? Echt schön. Hi, Emma. Oh, hi, Byron. Was war das denn eben? Sei bitte nicht albern. Da war doch gar nichts. Byron, vergiss es. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich gar nichts tue. Danke, Mom, aber ich mache das wirklich lieber ganz allein. Ich bin wirklich stolz auf dich, Schätzchen, und das wird dein Vater auch sein. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass wir uns an die Party heute Abend noch ganz, ganz lange erinnern werden. Ich muss immer daran denken, was die ältere Dame gesagt hat. Hüte dich vor dem Vollmond. Wir sind Meerjungfrauen, keine Werwölfe. Herzlich willkommen. Tante Thea, schön, dass du kommen konntest. Hallo, Großmutter, du siehst ja wirklich toll aus. Auch, mein Schatz. Dr. Bennett, toll, dass Sie kommen konnten. Hallo, ich glaube, Candy kennst du noch nicht. Hallo, Candy. Ein super tolles Kleid. Oh, das ist lieb. Es freut mich, dass auch Dads Geschäftsfreunde heute Abend kommen. Gehen Sie doch bitte durch. Sieht ja klasse hier aus. Danke, Zane. Louis, super pünktlich. Tja, ich stehe nochmal auf Partys. Gut. Kannst du für mich die Leute begrüßen? Ich brauche mal was zu trinken. Ich glaube, das wird dir schmecken. Igitt. Sie sind viel zu jung, um die Freundin von Zanes Vater zu sein. Wie bitte? Wahrscheinlich sind sie hinter seinem Geld her. Was ist denn los mit dir? Mir geht's bestens, Ricky Baby. Ich fühle mich fantastisch. Ich wünschte, ich hätte eine Tochter, die sich so viel Mühe für mich machen würde. Ihnen wachsen ja unheimlich viele Haare aus der Nase, Harrison. Ist ja ein richtiger Wald. Oh, wir wollten gerade mal kurz ins Bad. Wir sehen uns dann später, Dr. Bennett.